Und dann haben wir noch den Helmut Eder aus Dachau. Der hat uns auch ein wunderbares Foto geschickt von seinen Tomaten. Und da könnte man neidisch werden, oder? Sehr schön, das schaut gut aus. Und er möchte wissen, wie du das einschätzt. Ernte könnte schon relativ bald sein. Wenn das Wetter uns nicht im Stich lässt, das heißt viel Sonne, kann da in 14 Tagen, 3 Wochen schon tatsächlich es fertige Tomaten zum Genießen geben. Okay, also die Tomaten vom Herrn Eder haben es uns gezeigt. Wir sind schon fast auf der Zielgeraden. Höchste Zeit, dass Sie dann auch erfahren, wie das Finale abläuft mit Bayerns schönster Tomate. Alles, was Sie dazu wissen müssen, das erfahren Sie nächste Woche am Donnerstag.